halt doch das Maul, Mensch. Alle 5 Sekunden derselbe Satz. Das ist ja fürchterlich. Scheibenkleister. Halt erst Fehler machen, ne? Mensch. Ist doch bloß noch eine Ballerei hier. Das macht gar keinen Spaß. Da ist der Professor. Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E-99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Raus hier!
Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das ZMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Haben Sie verändert. Und ihn müssen Sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind, Renko, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie, aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer, er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Tja, da muss ich gar nicht überlegen. Mein Gott, er ist tot! Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Militärische Aufklärung. Was für ein Witz. Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. Hammer 2-1, Hammer 2-1, falscher Alarm. Wiederhole, falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um.
Ha! Was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes! Stimmt's, Kamerad? Okay, das war Verity. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben uns zum Schluss selber getötet. Damit ist der Professor quasi war der Chef geworden. Im Endeffekt hat sich Welt an sich anscheinend nicht geändert. Wir uns direkt an alles erinnern können. Gutlich ja. Aber können wir es jemandem erzählen? Eigentlich nicht. Sonst würde sowieso keiner glauben. Tolles Spiel. Interessant gemacht mit den Zeitdingern, mit den ja, alt und wieder neu werden und diese Blasen setzen und so weiter. Was nervig ein bisschen war, waren diese kleinen Krabbelviecher, die irgendwie überpowered sind, aber ansonsten, so mit den Toten, die Geschichte, die ganzen vielen toten Menschen, tragisch, tut immer wieder zum Überlegen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst einen Daumen da. Macht's gut, ciao.